Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Monster Hunter Stories 2. Ja, beim letzten Mal hatten wir eine Koop-Folge. Jetzt muss ich mit dem Ältesten reden. Aber vorher, ich habe jetzt einen Anschanhaft, den ich eigentlich gar nicht haben dürfte zu diesem Zeitpunkt. Weil ich mit dem Kai zusammengearbeitet habe und weil ich ihn durch Kai bekommen habe, dachte ich mir, ich nenne das Vieh auch Kai. Ich habe jetzt einen Anschanhaft. Ich habe ein Vieh, das viel zu stark ist. Jetzt schon, weil es eine Koop-Quest gab, wo man ein Anschanhaft-Ei bekam. Es ist nur ein Billo-Ei, aber es ist ein Anschanhaft. Und danach habe ich Questen abgeschlossen, die gerade einzureichen waren und habe dann die Level-Ups bekommen. I am glad to see you prevail. You seem to have the potential to live up to your grandfather's. Ja, letztes Mal haben wir uns, was Koop und Koop angeht, also wo wir nicht Koop gemacht haben, Alvin besiegt. Alvin did a great job too. I'm so relieved. War mal hier Nagakuga, den wir dann zusätzlich noch bekämpft haben. Is this true, Alvin? Yes, sir. It's just like before. Before? When Red saved the village all those years ago, the monsters were agitated back then too. Warum sind sie nur so unruhig? Is it happening again? There's no need to worry, Anna. We'll tighten the security. Zerbreche nicht deinen hübschen Kopf. If anything does show up, our riders will be there to deal with it. Aber wir haben den stärksten Rider von hier ständig bei uns. Der kann den Job nicht erfüllen. I suppose you have a right to know. It does concern Red, after all. Okay. I'd like to tell them, Grandfather. Of course, my dear. Wie alt ist Anna eigentlich? Come with me. Weil die können ja zigmal älter werden als Menschen. We'll be heading to Mount Harsguy. Make sure you're prepared. Und sehen dann halt immer noch jugendlich aus. Okay. I don't really get it, but sure, let's go! Okay. Jetzt muss ich zum Berg Harsguy. Harsguy Felsenhügel. Ich kann mich doch hier unten ins Alcala-Tal porten, weil wenn das jetzt eh immer weiter weg ist, ich gehe direkt zurück ins Dorf, weil ich mir noch keinen Segen geholt habe. Aber wir können ja die Karte dann schon mal gucken, wo ich hin muss. Ja, da ganz unten hin. Also ich gehe jetzt nochmal kurz ins Dorf. Hol mir einen Segen. Ich hol mir irgendeinen, der mir im Kampf hilft diesmal. Und wir sehen uns dann hier ungefähr. So Leute, ich bin jetzt recht nah in der Nähe. Ich dachte mir, ich hol mir die Kiste, die hier oben gammelt. So, runter da. Bin jetzt eh knapp am Harsguy-Felsenhügel. Da ist ein seltener Bau. Gehe ich jetzt aber nicht rein, weil mir der eh nichts bringt. So, rein da. Und hier geht's zum Berg Harsguy. Wir gehen an den Berg der Harzer. Wo es Brücken gibt. Ist ein schöner Berg. Würde ich einen Spaziergang tatsächlich machen. Ach ja, im Übrigen, wem es noch nicht aufgefallen ist, ne? Ich habe meinem Avatar ein bisschen umgeändert. Also die Augen sind jetzt anders. Warte mal. Ich kann ja sogar so kurz ein Bild zeigen zum Vergleich. Warte mal. So, ich habe jetzt einmal ganz kurz meinen Avatar ausgemacht, damit ihr kurz den Vergleich sehen könnt. Also hier, das ist jetzt der neue, also da habe ich das Gesicht jetzt umgeändert. Ich wollte euch das mal ganz kurz zeigen, damit ihr euch nicht wundert, warum ich jetzt ein bisschen anders aussehe. Ich habe ein bisschen die Augen überarbeitet, den Mund generell und ich habe auch das Weiß in den Augen so ein bisschen heller gemacht. Man merkt den Unterschied. Vorher habe ich das so stark hingepinselt. Jetzt sieht das richtig schön aus. Die Nase ist auch ein bisschen akkurater geworden. Ich wollte das halt einmal nur kurz zeigen.
Also, dass ihr euch jetzt nicht wundert, das hat sich ein bisschen jetzt geändert. An der Friese hat sich aber nicht großartig was geändert. Das wollte ich jetzt nur mal eben kurz zeigen. So, dann können wir jetzt wieder weitermachen. So, das wäre dann halt geklärt, dass sich jetzt keiner wundert, hey, warum sieht der anders aus? So, let's go. Wo ich nicht lang muss, da gehe ich auch nicht lang. Sofern da keine Kiste ist. Und Kämpfe überspringe ich, weil müssen nicht. So. Ich habe aber links noch eine Kiste gesehen, die holen wir uns eben. Weil ich komme hier bestimmt kein zweites Mal hin. So, Kiste, Kiste, Kiste. Ein bisschen Geld. Ach, nimmt man. Weiter geht's, weiter geht's. Einfach weiter sprinten. Na, 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 na. Der T-Rex ist eine Bereicherung für mein Leben, ne? Ich habe keinen Kutku dabei, oder? Das hole ich mir offscreen. Außer ich muss es jetzt unbedingt. Obwohl, ich glaube, das Spiel ist, wenn, wahrscheinlich so nett und hat die. Ist ein Hebel, der jetzt gerade fehlt. So gesetzt, dass man ihn auch ohne den Kutku holen kann. Also ohne ein spezielles Monster. Da ist der Hebel drin. Ist hier links noch irgendwas? Einmal kurz durchsprinten. Ja, da ist auch noch eine Kiste. Und ich muss mal kurz was rauscutten. So, Leute. Der Kampf ist vorüber. Ging recht schnell. Hab ein bisschen XP bekommen. Und das war's auch schon. Ich habe zwei Brandsalbe eben kurz den Kampf hier gemacht. Das war die Zeit echt nicht wert. Vor allem, wo ihr eh kommen, Feuergegner rumgeiert. Ich habe nur selber ein Feuervieh. Weil gegen den werde ich ja wohl kaum antreten. So, Zugbrücke runter. Runter damit. Und durchsprinten. Geht mir aus der Sonne. Der Wendekreis war groß genug für den T-Rex. Was ist los, kleiner Hund? Mein Hund ist hier im Zimmer und hat gerade gequietscht. Ich kann da nicht drüber hüpfen. Ich habe Ranma nicht dabei. Da hochklettern hat keinen Sinn für mich. Welcher Weg ist jetzt der richtige? Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich würde ja nämlich eigentlich lieber den Hauptweg folgen. Hier ist eine Kiste zum Mitnehmen. Zweimal Gegengift. Nimmt man doch mit. Ist hier sonst noch irgendwas? Also ich komme hier eh nochmal offscreen hin, weil ich wegen dem Giankutku nochmal hinkomme. Also wenn ich den Hauptweg folge, ist nicht weiter schlimm. Ich komme hier eh nochmal hin. Hier war ein Zugbrückenhebel, das heißt, ich hätte hier sowieso hingemusst. Also folge ich gerade nicht dem Hauptweg. Und wieder was zum Rausschneiden. Der Kampf ging auch recht schnell. Soll ich jetzt da oben lang? Ja, da ist die Zugbrücke. Ich wahrscheinlich auch von hier aus betreten hätte können. Nehme ich jetzt mal stark an. Ja, hätte ich. Und hier ist ein Tetsu Capra. Der mich zum Glück nicht erwischt hat. Noch ein Zugbrückenhebel. Ich gehe mal weiter unten gucken, weil ich das Gefühl habe, es gibt noch einen dritten.
So Leute, der Kampf ist rum. Es ging schnell. Ich gehe jetzt nochmal hier nach unten. Schmeiß aber den Zughebel schon mal rein. Ich sehe 1, 2 Brücken. Nee, ich glaube mit den 2 käme ich durch. Okay, dann gehe ich doch nicht darunter. Da wäre wahrscheinlich nur eine Kiste zu mitnehmen. So, eine Brücke. Und da ist Brücke Nummer 2. Plus ein Basarios. Oh, und da drüben wartet ein Garuga auf mich. Ich habe die Waffe aber schon fertig, tatsächlich. Ich weiß, so vor der letzten Folge habe ich die fertig gemacht. Nein, ich wollte nicht reinsprinten. Okay, nach unten. Ah, da ist der Katzenbau. Okay, dann bin ich ziemlich nah am Ende von diesem Dungeon. So, da einmal reinkrabbeln. Hier kann ich mich nämlich zum einen einmal heilen und zum anderen gibt es hier eine Kiste. Dann heile ich einmal. Das ist süße Augen. Ist eine süße Katze. Ne, Anna? Are you okay? Well. Dass du es hier drin aussetzt. Hier kann ich auch einmal kurz speichern. Weil keine Ahnung, wie stark hier das Bossvieh ist. Geschweige denn, welches Bossvieh wir hier vor uns haben. Na dann, dann krabbeln wir mal wieder raus. Wir krabbeln aus dem Loch heraus, wo wir wieder rausgekommen sind. Ne, wir krabbeln in das Loch rein, aus dem wir rausgekrochen waren. So war der Satz. So einfach durchsprinten. Oh, da ist ein riesengroßes Loch. Filmsequenz, einen Moment. Here we are, where it happened. Wow! Huh? 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 What is this? Don't get too close. Long ago, this pit appeared, swallowing up the land. It made a strange light blanketing the area in its hue. And that's when Red saved our village. A strange light? You mean like the one we saw on Hakolo Island? Yes, the very same. Except the events here weren't quite as recent. It all happened 50 years ago. Wie, die ist schon 50 Jahre alt? What could this be? I've never seen anything like this. So ein süßes kleines Mädchen ist noch 50. What are you doing? It's not safe. I'll be fine. Davon würde ich jetzt an deiner Stelle nicht ausgehen, dass alles tut dir vor dir geht. Ein aggressiver T-Rex. Hätte dieses Licht nicht gebraucht, um so aggressiv zu werden. Hat einfach gar keine Angst. Let's go. Hm.
Okay, pal. Let's do this. Und Red hat natürlich gewonnen, ne? Red and Guardian Ratha were able to subdue the monster. I hate to think what might have happened without their help. Ah, so that's how it was. First the light, then monsters turning into maniacs. It's just like Hakolo Island. Yes. At the time, we thought these strange things were only happening here. But we were wrong. It was Red who showed us that. A couple of decades passed, and then he came to see us again. He'd found pits and strange light in other places, all around. All those years, he'd never stopped searching for answers. That's some awe-inspiring stuff! Before anyone else, Red figured it out. He knew the world was in grave danger. What was that? Emma, get back! Alwyn! It's just like that time. Here it comes! It's up to us to stop it. Ready? Right on! So, jetzt kann ich ja wieder mitreden. Was für ein aggressives Biest. Und ich kann ja direkt nach dem Kampf hier sehen, ob die Retteinrüstung so eine Nestfähigkeit hat, weil ich mir das sehr gut vorstellen kann bei der. Wenn ja, dann hole ich mir die offscreen. Mach ruhig deine Felsknarre, ich will eh aufladen. Oder? Nee, habe ich hier gar nicht. Ich streiche dich einmal. Und habe auf 2 runtergeschaltet. Also doppelte Geschwindigkeit. Pam. Was für ein Move hat er jetzt gerade? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe nicht drauf geachtet. Toxische Seite, oh nee. Irgendwer wird jetzt vergiftet. Muss man aufhören, diese Felsen die ganze Zeit zu werfen. Ich werde angegriffen. Ja, ich weiß, dass die Gift in ihrem Schweif hat. Ah, diesen Geschwindigkeitstyp. Okay. Jetzt habe ich es registriert. Jetzt kann ich es mir merken. Also muss ich jetzt eben schnell zu einem Techniker wechseln. Vasarios, rein mit dir. Und ich wechsle dann jetzt eben kurz zum Hammer. Weil ich mir nicht gut vorstellen kann, dass der praktisch bei der ist, aber halt um die Liste voll zu kriegen. Erstmal auf den Schweif. Weil da war safe, dass es nicht effektiv ist. Autschen. Autschen. Werde ich von Elven geheilt? Es ist wütend. Ich butter einmal kurz. Muskelfleisch. Okay, jetzt ist sie Angreifer. Also Krafttyp. Das heißt, der Basarius bringt mir schon nichts mehr. Dann einmal wechseln.
Sunny! Wir regeln das jetzt. Was haben wir? Kraft und Geschwindigkeit. Pong. Sag doch, der Hammer ist nutzlos bei der. Allerhöchstens beim Kopf wäre der praktisch, aber man kann den Kopf hier nicht anziehen. Wieso ist Sunny jetzt instant gestorben? Hat er... Ach ja, er hatte ja schon Schaden, ne? Stimmt. Waffe wechseln, jetzt auf den Bogen. Und hör auf mit deiner scheiß Felsknarre. Mach ruhig deinen heftigen Speer. Ich mach jetzt erstmal einen normalen Schuss auf die. Auf den Schweif. Dann trifft dein Speer auch. Der Bogen ist auch nutzlos bei der. Zumindest beim Schweif. Ich will noch kurz einmal auf den Körper schießen. Okay. Einfach zum Schwert wechseln. Das Schwert ist nutzvoll bei der. Also alles andere ist sinnfrei. Dieses Licht im Hintergrund ist einfach mega cool. Sunny, rennt sie einfach um. So, zuallererst Verheerungsschwert. Ist auch vom Attribut her besser. Und let's ride on! Geschwindigkeit! Ich versuche die Leisten noch ein bisschen zu verbessern. Weil es einfach am sinnvollsten ist, anstatt das instant einzusetzen. Es gibt nichts Dümmeres, was du mit dem Ride-On machen kannst. Mach das erst auf Stufe 3. Dann macht es nämlich den dreifachen Schaden. Oh, sie ist wieder auf Geschwindigkeitsangriffe. Wann hat sie sich denn beruhigt? Das sieht man bei der gar nicht. Das sieht man halt wirklich nicht. Okay, ich mache jetzt den einen Angriff. Ich glaube, den von T-Rex habe ich auch noch gar nicht gezeigt. Jetzt ist er wieder sauer. Aber woran hätte ich jetzt erkennen sollen, dass das Vieh sich beruhigt hat? Ja, das braucht keiner sehen, das kennen wir alle schon. Ging recht schnell. Easy going. Und ich habe ein bisschen Radtiermaterial bekommen. Ich werde noch gucken, diese Folge, ob die Retterrüstung irgendeine Nestfähigkeit hat, weil ich mir es nach wie vor extrem gut vorstellen kann. Filmsequenz, ich bin mal wieder weg. Ich vertraue dir unharmed, Anna. I'm fine. And so is the egg. What could have caused that Rathian to lose control like that? The light. Woohoo! The kinship stone powered up! Just like when you defeated the Anjanath! I think it's ready to come out. Really? You think it'll hatch soon? Yes. We'd better get back. Okay. Jetzt kann ich ja wieder zurück. Bindungsstein hat Stufe 3 erreicht. Mein Kollege hat mir schon erzählt, dass es jetzt neue Questen geben müsste für Multiplayer. Ab den Stufen. Wir haben hier das Ritual. Ist wieder eine Sequenz.
The kinship stone. Buddy, remember what Kana said. Believe in yourself. You're his mommy. Welcome to the world, Ratha. His wings are so small. That's true. He's got cute little wings. Everybody's gonna love you, little guy. Elder. Make no mistake. So that's it. What are you talking about? This is the destructive monster from the legend. Huh? Somehow, I was picturing something more impressive. He may look weak now, but one day... Can you stop with all the doom and gloom? He's just a little baby! Zelad, you must show them. Yes, as you wish. If it's proof you're seeking, you'll find it at the Dragon Shrine. Is no runt. This is the legendary monster, Razewing Ratha, the monster with the wings of ruin. It is said that long ago, a flightless Rathalos was born in these lands. At the same time the Rathalos was born, disasters started to befall the world. Sensing that the Rathalos was responsible, the people banded together to hunt it down. In an effort to escape, the Rathalos's wings grew, and it took flight. It blanketed the world in light and brought ruin to all in its path. Brought ruin to all? Razewing Ratha was responsible for all that? So the legend says.
It's thought that because of this legend, Rathalos are as revered as they are in your homeland. Oh. Resemblance, but still. Our ancestors passed down this story. There must be a reason why. It would be folly to ignore its warnings. Well, what do you expect us to do? You want to get rid of this little guy? Hmm. What if we were to awaken its power? Huh? Zellert, I don't understand. If we believe the legend, it means this monster's true power is still lying dormant. In my opinion, the rite of channeling won't be enough to help us. But if we can draw out its true power, we can see if it's the force we all fear. But what if it truly does possess the wings of ruin, like in the legend? In that case, what do you suggest we do? I know of a Wyverian who can both awaken and inhibit a monster's abilities. If the worst should happen, he should be able to seal away this Rathalos's power. Nice! That sure seems like a good game plan, Zellert! Wait, that guy really sounds familiar. I wonder... The last I heard of him, he was staying in Kuan Village. Kuan Village! I knew it! It's gotta be old Dede! You know him, Naviru? Yeah, he and I go way back! I know the road to Kuan like the back of my paw, buddy! I'll go as well. Hmm? I'm the one who gave you the egg. I will stay by your side until we can understand the truth of Ratha's power. Hmm. I hope you realize what you are getting yourselves into. This will be neither easy nor safe. There's no guarantee you will succeed. With that in mind, do you still plan on going? Yes. What do you think, Zelland? Legends can be interpreted in a number of ways. None of us can say what they mean for sure. Having said that, if there is even the tiniest sliver of hope, I believe it is worth the risk. Hmm. Alwyn, set things up for them to depart. Yes, sir. Onward and upward, buddy! Go if you must. We'll pray for your safety. Thank you. Ja, jetzt haben wir einen kleinen Rathalos. Okay. Ich habe jetzt Mini-Monster in den Kämpfen. Und habe einen kleinen Rathalos. Jetzt gucke ich noch ganz schnell, weil die Folge schon recht lang ist, mir eben schon die Rattenteilenrüstung an und gucke natürlich auch direkt, ob neue Koop-Missionen da jetzt verfügbar sind. Baubeschützer, ich wusste es. Okay, ich werde mir die Ritterrüstung offscreen machen. Thank you. Und einmal kurz beim Mehrspieler reingucken. Ich will nur die Questen eben kurz angucken. Na. Erleger Rathalos ist dazugekommen. Ich warte, bis er noch eine Mission noch mehr dazu kommt, dann hole ich den Kai dazu. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Tschüss!